Aachenwende! Willkommen in Düren! Dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof mit Halt an allen Bahnhöfen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einsteigen zu beginnen. Und damit willkommen zurück in TrainSim World 2 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind heute wieder im Basisspiel TrainSim World 2 unterwegs auf der deutschen Strecke zwischen Köln und Aachen. Denn am 9. Februar gab es ein neues Update für TrainSim World 2. Es ist eigentlich nur ein kleines Update gewesen, aber ihr seht es vielleicht schon. Es ist ein sehr interessantes Update, denn dieses Update hat nun die Abfahrtsanzeigen hier an den Bahnhöfen der deutschen Strecke Köln-Aachen hinzugefügt. Hier wird jetzt also passend unser Zug angezeigt, unser RE9 in Richtung Aachen, Hauptbahnhof, den wir jetzt übernehmen. Wir halten an allen Bahnhöfen. Ja, diese schönen Abfahrtsanzeigen, die jetzt funktionieren, die können wir jetzt ja auch bewundern während der Fahrt. Denn das Szenario haben wir ja auch noch nicht Let's Play Aachenwende. Wir fahren also mit diesem Zug hier, einer Baureihe 442 Talent 2, von Düren nach Aachen Hauptbahnhof. Während hier ein ICE vorbeisaust, fahren wir nach Aachen Hauptbahnhof und dann wieder zurück nach Düren. Das Ganze wird sich dann wahrscheinlich auf zwei Videos aufteilen. So, und jetzt reden wir hier zu viel und müssen erstmal die Türen verriegeln und sind dann soweit auch abfahrbereit. Ich habe, während ich abmoderiert habe, ihr habt es gesehen, eben habe ich dann das Fahrzeug abfahrbereit gemacht, also Richtungswender vorwärts, PCB und SIFA eingeschalten. Und jetzt geht's los in Richtung Aachen. Nächster Halt ist in gut 9 Kilometern langer Wehe. So, dann befreien wir uns erst einmal hier aus der aus dieser Überwachung, sonst hätten wir jetzt nicht schneller als 40 km/h anfahren dürfen. So, und wir werden auch im Rahmen dieses Szenarios mehrfach die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges ausfahren können. Das sind ja 160 Stundenkilometer und das wird jetzt hier auf dem ersten Abschnitt gleich losgehen. Ich habe das Szenario schon angetestet und eine besondere Herausforderung ist natürlich hier eben, dass dieses, dass wir hier mit bis zu 160 in Richtung der Bahnhöfe sausen und dann gerade in langer Wehe zum Beispiel auch auf ein Ausweichgleis müssen, um am Bahnsteig zu halten. Und da müssen wir natürlich rechtzeitig, wegen der PZB, rechtzeitig bremsen, damit wir rechtzeitig die Überwachungsgeschwindigkeit erreichen. Also das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe es im Probelauf hat es geklappt, dann habe ich schon mal angefangen aufzunehmen, dann hat es natürlich nicht geklappt. Und jetzt also der zweite Aufnahmeversuch in der Hoffnung, dass das Ganze jetzt auch 8 Kilometer, ist nur also noch ein bisschen Zeit. Und ja, wir halten überall an jedem Bahnhof. Von daher, ja, eine entspannte Fahrt. Das Wetter spielt leider nicht ganz so gut mit, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber trotzdem sollte das an unserem Fahrplan, hoffentlich an unserer Fahrt nicht hindern. Ja, wie gesagt, dieses Szenario ist das letzte, was wir noch nicht let's played haben. Alle anderen vier, die zu dieser Strecke gehören, das sind, glaube ich, drei ICE-Szenarien und ein weiteres Szenario mit dem Talent 2 haben wir bereits let's played. Und ja, so, dann sausen wir jetzt geschmeidig hier in Richtung Aachen mit unserem Talent nur einer Traktion. Übrigens muss ich mich auch habe ich noch mal genau recherchiert, in der Tat fahren die Züge wirklich in dieser Reihung. Vielen Dank auch an der Stelle, dass man mir da im Forum auch noch mal das bestätigt hat. Ich hatte da ja anfangs Zweifel, also die Zugreihung, die wir hier haben, die Reihung dieses Triebwagens ist absolut korrekt, so wie es hier dargestellt ist. Also ich bitte da um Entschuldigung, wenn ich da fälschlicherweise andere Dinge behauptet habe. So, jetzt sausen wir also hier bis zu 160 Stundenkilometer in Richtung Langer Wehe und saßen unterwegs halt, wo wir dann halten sollen. Ich hoffe, wir kommen ohne Zwangsbremsung durch. Ja, Teil 1 unserer Fahrt, die führt uns heute mit diesem Zug nach Aachen. Dann werden wir abrüsten und den zweiten Teil jetzt playen wir dann eben im, ja, also der zweite Teil ist dann wieder die Rückfahrt hier nach Düren und dann, ja, so ist zumindest der Plan. Also, es gab ein Update und ich finde das toll, dass man hier kostenfrei uns diese neuen funktionierenden Zugzählanzeigen nachgeliefert hat. Das ist nicht selbstverständlich und viele gehen auch davon aus, dass dies eine, ich sag mal, eine Vorbereitung ist,
eben, denn uns erwarten ja einige neue DLCs hier für Transom World 2. Und eines dieser DLCs, das ist das New Journeys Expansion Pack. Das wird uns für die drei Strecken, welche zum Basisspiel gehören, also hier unter anderem Köln-Aachen, neue Szenarien liefern. Außerdem soll es hierzu auch eben neue Fahrplanfahrten geben. Und für die Strecke gibt es auch die Baureihe 423 für den S-Bahn-Verkehr zwischen Düren und Köln. Also jede Menge interessante Planungen, die uns hier eben erwarten. So, und davon kommt das Signal und hier sollten wir jetzt schon anfangen zu bremsen, sonst schaffen wir das nämlich nicht mit der Überwachungskurve. Hier müssen wir nämlich auf 85, Höchstgeschwindigkeit 160 hatten wir erreicht, dieses Fahrzeuges. Und hier müssen wir wirklich auf 180 rum, jetzt haben wir noch den Radschlupf, ich fasse es nicht. Das klappt nicht. So, deswegen, ich bremse da lieber so ein bisschen drastischer, damit wir das wirklich rechtzeitig innerhalb der Überwachungskurve noch schaffen. So, dann befreien wir uns. So, und das haben wir geschafft. Zum Glück haben wir das geschafft. So, jetzt können wir uns erstmal wieder befreien aus der PZB, aber hier kommt gleich das nächste Signal, was uns auch eine 80 vorsignalisiert, müssen wir quittieren, aber wir sind ohnehin unterhalb der Überwachungsgeschwindigkeit. Wieso quittierst du das nicht? Okay, gut, soll auch recht sein. So, Einfahrt in die Bahn von Langerwehe. Was auch hier bei diesen Geschwindigkeiten ist, normal gilt ja eigentlich im Vorbild die Geschwindigkeit ab dem Punkt, wo man das Signal passiert hat. Aber hier gilt das in der Tat erst, wenn wir über die Weiche fahren. Das scheint auch noch so ein kleiner Bug hier im Spiel zu sein. So, was aber wieder hier vom Vorteil ist, wir müssen hier nicht direkt auf dieser Markierung halten, sondern selbst wenn wir mit dem kompletten Zug hier ein kleines Stückchen weiterfahren, ist das alles irrelevant, solange wir am Bahnsteig stehen und die Türen eben aufgehen. So, das nur für die Auswertung ist das dann interessant. Haben wir genau am Punkt gehalten oder eben nicht? So, wir erreichen pünktlich den Bahnhof Langerwehe, öffnen hier die Türen. Und wann soll es weitergehen? 36 soll es dann weitergehen. Okay, so, sind also leicht verspätet weggekommen. Aber das dürfte alles kein großer Akt sein. Fahrplan ist relativ, ich habe es in der Probefahrt, ich habe es nicht komplett gespielt, aber es ist soweit, glaube ich, ganz gut einzuhalten. So, aber jetzt kommen wir natürlich auch hier ein bisschen später wieder weg. Das heißt, wir sollten zum Beispiel hier die Türen, wenn das Ganze sich jetzt hier schließt, schon mal die Türen wieder schließen. So, und auf geht's. Weiter geht die Fahrt in Richtung Eschweiler Hauptbahnhof, unser nächster Halt, wo wir halten müssen. Auch hier, selbst an den Kleinbahnhöfen, ihr seht es, neue Abfahrtsanzeigen für die Züge. Ist eine tolle Sache, dass man eben auch allgemein versucht, die Strecken so auf aktuellen Stand zu bringen. Ist wirklich, wirklich toll. Also, oder was meint ihr dazu? Wie gesagt, man darf das nicht als selbstverständlich ansehen, sondern es ist echt solche Updates, wo eben solche Sachen kostenlos geliefert werden, da verdient ja der Entwickler erstmal in dem Moment nichts, sondern und muss opfert halt trotzdem Arbeitszeit für sowas. Und deswegen, ja, man sollte das sehr zu schätzen wissen, meiner Meinung nach. Und ich bin sehr gespannt auf das neue New Journeys Expansion Pack, was uns dann erwartet. Ich habe mir übrigens auch so etwas ausgedacht zum Thema Let's Play Transom World 2. Also wir werden in diesem und im nächsten Part hier nochmal das Szenario hier zu Ende spielen. Und wenn wir das erledigt haben, dann habe ich mir so ein bisschen was anderes ausgedacht. Transom World 2 mäßig, um euch auch da so einen Überblick nochmal so ein bisschen zu geben über dieses Spiel. Seid da einfach mal gespannt drauf. Ist nichts Großartiges, ist jetzt nichts weltbewegend Großes. Aber ich denke, es wird den einen oder anderen interessieren. Zumindest immer für die Zeit, wenn jetzt kein DLC angekündigt ist. Denn es sind mehrere DLCs in der Entwicklung für Transom World 2, aber es gibt einige, also es sind mehrere in der Entwicklung, aber es gibt keine Release-Termine. Es ist nur bekannt, dass diese Horseshoe Curve länger dauern wird. Diese nächste amerikanische Güterzugstrecke soll länger dauern als ursprünglich vorgesehen. Sie wird ja von Skyo Games entwickelt. Rivet Games hat jetzt die nächste Schweizer Strecke angekündigt mit hier Luzern-Sursee, das S-Bahn-Zentralschweiz-Projekt. Dann eben das Expansion Pack und halt diese nächste britische Strecke, die in der Entwicklung ist, mit wo man hier mit der Dampflok fahren kann von Liverpool nach Kew.
Also jede Menge interessante Dinge, die da in der Entwicklung sind, aber es gibt aktuell keine Release-Termine. Und ich habe mir gedacht, wie über Trains in World 2 kommt ihr mit Abstand von all den Projekten am besten bei euch an. Und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt, wie wir das Ganze eben machen können. So, ich muss ein bisschen auch über den Signalen aufpassen. Jetzt hier, sonst haben wir ja nämlich bald die nächste Zwangsbremsung. Wo müssen wir jetzt hier quittieren? Ich glaube, in 800 Metern dieses Signal, das könnte dann schon quittierpflichtig sein, wo wir dann auf 60 herabbremsen müssen. So, das ist es auf keinen Fall. Das ist dann wirklich das nächste. Wie gesagt, auch hier müssen wir schon rechtzeitig anfangen. Wirklich doll in die Eisen gehen. Das Fahrzeug hat grundsätzlich sehr gute Eigenfahreigenschaften. Wirklich nicht zurück und richtig schön in die Eisen gehen. Sandstreuer hier mit benutzen. Gerade bei diesen Wetterverhältnissen. Das Wetter ist uns heute nicht so wohl gesonnen, wie man vielleicht gedacht hätte. So, die 120 interessiert uns hier erst einmal nicht. So, wir müssen auf die 60 runter. So, die aber erst in 800 Metern gilt. Aber wichtig ist halt hier, ich glaube, das hängt ja auch mit diesen ganzen GPA-Geschichten zusammen. So, das haben wir erledigt. Da ist das Hauptsignal. Das müssen wir, glaube ich, auch quittieren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da kommen wir hier mit 60 angeschlichen. So, genau. Ab hier gilt laut dem Signal 60. Aber ihr seht es im Streckenmonitor, das ist auch quittierpflichtig. Ab hier müsste eben die Geschwindigkeit jetzt auch 60 sein, aber die gilt eben auch wieder nur, wenn wir über die Weiche fahren. Also ich weiß gar nicht, im Vorbild ist das, meine ich, wirklich so, dass das dann eben für die, ab diesem Signalabschnitt gilt. So habe ich es zumindest bis jetzt immer erlebt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das genau wisst. Ich meine, dass es wirklich eben ab dem Punkt, wo das Signal diese Geschwindigkeit, das Hauptsignal, die Geschwindigkeit anzeigt, ab dem Moment gilt das halt auch. Aber hier im Spiel ist es halt so, das gilt nur, wenn wir eben hier über die Weiche fahren. Über diese Abschnitte. Also entweder Bug oder ist es korrekt so? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wie gesagt, ich bin im Real Life, ich bin kein Lokführer, kein Fahrdienstleiter. Ich habe da mit der Eisenbahn da relativ wenig zu tun. So, wir können uns befreien. Das erspart uns hier beim Anhalten hier in Eschweiler die restriktive Überwachung beim Wiederanfahren. Und davon sollen wir dann halten. So, Einfahrt in Eschweiler. Wir kommen super pünktlich hier an diesem Bahnhof. Das, so soll es doch sein. Fahrplan ist gut einzuhalten. Man muss natürlich sich ein bisschen eingefahren haben mit dem Fahrzeugen. Gerade dem Talent 2 ist ja eines der Fahrzeuge, was am einfachsten und am besten meiner Meinung nach hier in Trains of World 2 zu steuern ist. Zumindest von den deutschen Fahrzeugen. So, dann bringen wir den Zug zum Stehen und sind super, super, super pünktlich. Pünktlicher geht es ja bald gar nicht. Und öffnen hier die Türen auf der rechten Seite. 42,5 Minuten soll das Ganze schon weitergehen. So, also, wie gesagt, ich habe mich über das Update gefreut. Ich dachte erst, es war ein paar, ich habe ja alles installiert aktuell für Trains in World 2 und dachte, das ist ein Update, ein paar hundert MB, was soll das schon sein? Und dann auf einmal gesehen, ach, hier sind ja neue Abfahrtstafeln, also Abfahrtsanzeigen an den Bahnsteigen. Ist wirklich eine hammer tolle Sache, die man hier geliefert hat. So, jetzt auch wieder hinein in den Führerstand und vergessen rechtzeitig die Tür zu schließen. Das kostet wieder einige wertvolle Sekunden für unsere Fahrt. Und weiter geht's. Und immer noch, es regnet, regnet. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier die komplette Fahrt regnen wird. Oder ob wir dann nochmal schönes Wetter erwischen. So, aber jetzt geht's erstmal weiter. Wichtig für uns natürlich. Seht ihr, der Zug braucht ein bisschen, um aus dem Quark zu kommen. Und Zugrast dürfen wir bei niedrigen Geschwindigkeiten auch nicht beschleunigen. Der nächste Halt ist dann in 3 Kilometern Stolberg im Rheinland Hauptbahnhof. Und ja, sollten wir doch auch schaffen. So, jetzt geht es erstmal hier auf 60, jetzt geht es sogar hier auf 120 noch mal ein kurzes Stück rauf. Läuft so. Hier haben wir schon ein nächstes quittierpflichtiges Signal. Okay. Das ist ja mal krass. So, dann geht's runter mit der Geschwindigkeit.
bleiben wir uns erstmal bei der 80. Aber ich glaube, hier ist dann eben entweder 60 oder 40. Das wäre auch mal interessant zu wissen, in welcher Geschwindigkeit wir uns dann genau orientieren müssen. So, 300 Metern. Hier ist nochmal ein zweites Vorsignal. Also wir können uns auf jeden Fall hier, glaube ich, erstmal befreien. Und hier vorne haben wir dann das Hauptsignal. Also ich gehe jetzt nochmal vorsichtshalber mal auf die 40 sogar runter. Ja, ich habe das bisher hin bis Stolberg, habe ich es angespielt. Und ja, wir dürfen hier nämlich nur 40 fahren, weil hier der Vorweg ein etwas anderer ist. Also so. Nun schleichen wir hier mit 40. Aber warum? Eigentlich ist ja hier, geht ja die Hauptstrecke hier durch bis zu dem Bahnhof. So, hier haben wir ein kleines Zwergsignal. Also eigentlich hier, jetzt fahren wir aufs Gegengleis anscheinend rüber, okay. So, hier wäre jetzt 60 gewesen, wie es richtig gesagt wurde. Und irgendwo war hier 40. Ich hatte das ja, wie gesagt, ich habe es bis Stolberg habe ich es angespielt, um einfach so zu gucken, sind die Fahrpläne zu halten und so weiter. Und naja. So, ja genau, wir fahren ja in diesen Güterbahnhof von Stolberg und hier ist nur 40 in dem Bereich. Das ist auch sehr interessant. Aber warum werden wir umgeleitet? Ist das ein Bug? Oder, aber es kann auch sein, dass uns jetzt hier irgendwo ein Zug überholt. Schaut mal da drüben auf das Signal. Das zeigt nämlich fahrtfrei an. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier vielleicht überholt werden. Einen Zug mit höherer Priorität vorlassen müssen. So, hier wartet der Gegenzug. Den hat man auch. Warum auch immer der Zug hier steht. Hier Doppeltraktion sogar. Tolle Sache auf jeden Fall. Naja, aber Stolberg sollten wir in einer Minute, aber mit der geringen Geschwindigkeit, die wir jetzt hier fahren, ist das natürlich schwierig. Aber es sollte trotzdem innerhalb des Zeitfensters zu schaffen sein. So, da vorne ist schon der Punkt, wo wir halten müssen. Und da wird, glaube ich, sogar ein Halt signalisiert. Das heißt, das vordere Signal zeigt dann Halt an, was da am Ende des Bahnsteiges steht. So. Dann quittieren wir dies einmal. So. Da kommt dann der Bahnsteig, wo wir halten müssen. 300 Metern ist das Signal, okay. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier auch nicht allzu sehr verbremsen. Also, Stolberg im Rheinland, Hauptbahnhof erreichen wir jetzt. Ja. Wir erreichen diesen Bahnhof super, super pünktlich sogar noch. Beziehungsweise, ja. Fast durch wenige Sekunden. So, wir öffnen die Türen. Und hier drüben saust tatsächlich ein ICE an uns vorbei. Der hat natürlich Vorrang. Der hält ja zwischen Aachen und zwischen Köln und Aachen an keinerlei Unterwegsbahnhof. Es gibt lediglich einen Intercity, der am Freitag und Samstag und Sonntag verkehrt und der hält, glaube ich, noch in Düren. Aber ansonsten ist da nicht wirklich, ja. So, wir können ja schon wieder anfangen, die Türen zu verriegeln. Aber wir müssen warten, bis es jetzt hier weitergeht. Wir haben halt zeigendes Signal, da können wir auch hier stehen. Ich glaube, das darf man, glaube ich, da nicht extra nochmal vorfahren, um am Signal zu halten. Das hat mir auch mal jemand geschrieben vor einiger Zeit. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Zeit, uns hier mal umzuschauen. Parkhaus direkt neben dem Bahnhof, das passt ja ganz gut. So, das ist unser wunderschöner Zug, eine einzelne Einheit. So, immer schön den Streckenmonitor. Wenn wir losfahren, so oder so, dürfen wir da aber auch erstmal nicht schneller als 25. So, und das Signal gibt uns die Fahrt frei. Es kann losgehen mit sehr geringer Geschwindigkeit, denn wir starten jetzt hier in der restriktiven Überwachung. Ihr seht's. Und das heißt nicht schneller als 25 Stundenkilometer, bis wir dieses eben besagte Signal passiert haben. So, und auch hier schaut euch mal die Gleisnummern an, Gleis 43. Aber das kann durchaus sein, falls jemand von euch auch den Bahnhof Uelzen kennt, an der Strecke Hamburg-Hannover, dort gibt es ja sogar Gleis 101, Gleis 301, was ich aber noch nirgendwo gesehen habe, Gleis 9 3/4, ja, kleiner Schatz, gibt es.
gibt es natürlich, glaube ich, abgesehen vom Film, glaube ich nicht. Aber ja. So, jetzt sind wir in der nächsten Überwachung, dürfen 45 jetzt, glaube ich, fahren. Wo wir jetzt wieder eine 1000 Hertz Überwachung haben. Ich weiß es nicht. Der nächste Halt ist dann Eilendorf. Das ist ja wirklich schon kurz vor Aachen. Da kommt, glaube ich, nur noch Aachen, Rote Erde. Und dann, ja, dann sind wir dann schon in Aachen Hauptbahnhof. So, jetzt können wir uns aber erstmal hier befreien. Der ICE vor uns dürfte uns eigentlich kaum stören. So, jetzt geht es ein bisschen weiter mit der Beschleunigung hier auf 60. Und jetzt sogar auf 140 hoch. Hier aber scheint das auch so ein kleiner PZB-Bug zu sein. Wo blinkt dieser Leuchtmelder? Ihr seht's. Also, Eilendorf ist 3,9 Kilometer entfernt. Das sollten wir in ja, 2 Minuten sein. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ab hier ist das Szenario für mich auch absolutes Neuland. Praktischerweise Zuschauerperspektive. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu schnell fahren und auf dem ICE wieder auflaufen. Aber das dürfte, wenn überhaupt, nur auf dem Teilstück jetzt hier bis Eilendorf passieren. Denn der Zug, wie gesagt, der hält ja da nirgendwo. So, 3,1 Kilometer noch. Ja, dann haben wir mal zu einer Strecke endlich alle Szenarien gespielt. Das machen wir ja im Rahmen des Let's Plays recht selten. Ja, ansonsten habt ihr ja gesehen auf dem Kanal, das Angebot wird vielseitiger. Wir haben jetzt mal ein bisschen Retro mit reingenommen, anlässlich der der Olympischen Winterspiele. Ja, interessiert einige Colin McRivelly, Elex, so wisst, aber mir teilt das richtig gut, dass man ein bisschen Abwechslung bekommt und nicht immer das ein und das gleiche. Und ja, wenn ich so sehe, sind viele neue auch dazugekommen und herzlich willkommen nachträglich noch an dieser Stelle. Also ja, freut mich, dass eben auch die anderen Sachen von euch angenommen werden. So, 1,6 Kilometer noch, 140 haben wir drauf. Das heißt, da können wir auch so langsam mal überlegen, so ganz langsam zu bremsen. 1,2 Kilometer noch. So, notierbare Geschwindigkeiten. So, jetzt aber. Jetzt muss man ein bisschen in die Eisen gehen hier. Das muss man noch so verbremsen. Das kann nämlich auch mal passieren, auch in Train Simulator. Wobei mir das im Train Simulator erheblich häufiger passiert als in Train Simulator 2. So, einfahren am Bahnsteig mit maximal 60. Auch das habt ihr mir ja mal geschrieben. Also, da bin ich euch auch wahnsinnig dankbar für diese ganzen fachlichen und sachlichen Hinweise. So, Einfahrt in den Bahnhofhaltepunkt von Eilendorf. Da kommen wir nur noch ein unterwegs halt. Dann das Ganze nochmal zurück. Das ist dann auch schon so. Frag mich eigentlich, ob wir auf dem Rückweg dann auch so eine Überholung haben. Okay, hängt eine 1 mitten. Okay. Krasse Sache. Das schauen wir uns mal von außen an, würde ich sagen. Wenn wir die Fahrgäste hier ein- und aussteigen lassen. Hier hängt eine 1 mitten. War denn das jetzt hier? Oder da steht jetzt der Zug wahrscheinlich. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Ihr habt's gesehen. Videobeweis ist vorhanden. So, jetzt aber erstmal hier die Bremse schon wieder ein bisschen lösen und uns für die Abfahrt vorbereiten. So. Dann können wir auch gucken, dass wir die Türen... Ja, wir kommen natürlich jetzt auch wieder ein paar Sekunden später weg. So, machen die Türen wieder zu. Es ist schwierig, immer so diesen perfekten Punkt da zu erwischen. So, weiter geht's. Der nächste Halt ist dann... In, ja, 2 Minuten sollen wir da schon sein. 3 Kilometer Aachen, Rote Erde. Aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden hier. Aber kommt vorher doch mal die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120. Ja, wenn ihr zusätzlich noch andere deutsche Strecken für Train Simulator 2 besitzt, und das sind vor allem die Strecken, die hier aus der Preserved Collection stammen, dann könnt ihr auch Fahrten im Fahrplanmodus Fahrten des RE1 übernehmen, mit der 143 oder mit der 146 und Doppelstockwagen. Wenn ihr die Strecke zum Beispiel Rhein-Ruhr-Ost besitzt, dann könnt ihr mit der Baureihe 422 S-Bahn-Fahrten übernehmen. Habe ich euch auch ein Video dazu gemacht. Also jede Menge
ja, Fahrplan fahrt. Und wenn man mehr besitzt, gibt es mehr zu fahren. Das ist vor allem bei den deutschen und bei den englischen Strecken der Fall. Bei den amerikanischen kurioserweise überhaupt nicht. So, hier ist auch wieder was Quittierpflichtiges, so wie ich das sehe. Oder? Hä? Nee, eigentlich ist das nicht. Nee, ist es auch nicht. Okay. Dachte schon. Das ist immer so eine Sache, wenn die Signale blinken und du siehst nicht gleich die Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir natürlich viel zu früh gebremst. Hätten jetzt ruhig noch ein kleines Stückchen unter 20 hier fahren können. Sehen wir schon. So, da vorne blinkt ja schon das nächste Signal, oder? 800 Meter. Lassen wir den Zug einfach rollen. Hier wird dann eine 100 signalisiert, also muss ich eigentlich nicht quittieren, aber ich mache es sicherheitshalber. Man weiß ja auch nie, ob das hier alles so super funktioniert. Da gab es ja doch einige Dinge, die da manchmal nicht so gut funktioniert haben. Aber hier guckt euch mal an, wie nah wir, wo wir hier halten sollen. Das verstehe ich manchmal auch nicht mit dem Bahnsteig, dass man so gleich am Anfang des Bahnsteigs halten soll. Na, aber gut. So, hier gilt dann die 100. So mit der Doppeltraktion hier zu halten, das wäre dann auch schon sehr interessant. So, wir kommen natürlich einige Sekunden jetzt hier zu spät an. Ist natürlich schade. Ich hoffe, die Wendezeit in Aachen ist dann groß genug. So, na komm halt an. So, wir öffnen die Türen. Dann haben wir gleich noch das letzte Stück bis nach Aachen Hauptbahnhof. Da sollen wir, glaube ich, 58 ankommen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, aber in diesem Update, von dem ich euch erzählt habe, da waren jetzt nicht nur diese Zugzielanzeigen drin, da waren auch ein paar Sachen für andere Strecken drin. Unter anderem soll jetzt auch auf den Konsolen das Problem gelöst sein, wenn Chemnitz Dresden, also Tarantarampe und Dresden Riesa gleichzeitig installiert sind, dass es da wohl zu Abstürzen kam. Das soll angeblich auch gelöst worden sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist oder, ja, da gehen die Meinungen, so wie ich das bis jetzt gelesen habe, weit auseinander. Die einen sagen, ja, es wurde gelöst, die anderen sagen, nee, das wurde noch nicht gelöst. Naja, ich kann dazu nichts sagen. Ich spiele das Spiel ja auf dem PC, auf der Plattform Steam. Und von daher, so, jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt hier? Ich muss jetzt, wie ist denn das jetzt hier? Darf ich jetzt hier? Welche Überwachungsgeschwindigkeit habe ich jetzt hier? Habe ich jetzt hier die 40? Ne, 85 habe ich hier, okay. Die Frage, wenn du so, ich glaube, ach, wenn du unter 30 da reinfährst, so war das, genau. So, da können wir aber trotzdem auf die 70 jetzt hier beschleunigen, die uns jetzt gleich erwartet. 1,5 Kilometer noch bis nach Aachen Hauptbahnhof. Was natürlich fehlt und was sich viele wünschen, das sind natürlich hier die Zugdurchsagen. Entweder, dass sie eingebaut werden seitens der Entwickler oder dass die Spieler eben selbst die Möglichkeit bekommen, sich eben diese Ansagen hier ins Spiel einzubauen. Dass man einfach diesen Szenarioplaner noch ein bisschen ausbaut. Da war ja einiges noch in Planung. So, jetzt können wir uns hier erstmal befreien. Und hier haben wir aber schon das nächste, was quittiert werden möchte. Nämlich eine 40, die uns hier in 500 Metern erwartet. Schon in 500 Metern. So, jetzt geht es hier über das Viadukt. Über den Viadukt, besser gesagt. Ich glaube, man darf beides sagen, das sächliche, weil es ein Fremdwort ist, und den sehen wir halt dann die Bestimmung. So, dann haben wir schon das nächste quittierpflichtige Signal. Und fahren ein in Aachen Hauptbahnhof, wo wir dann in etwa 300 Metern halten sollen. So, wir sind auch unter den 45 Stundenkilometer. Auch hier sehen wir diese neuen Zugzielanzeigen. Ich finde es persönlich eine sehr schöne Sache. Das ist ja auch eine Fleißaufgabe, sowas alles einzuarbeiten und dann eben, die müssen ja beschriftet werden und alles. Ich habe das selber ja mal für PTP2 gemacht und das ist schon, da hast du schon ordentlich zu tun. Gerade an solchen großen Bahnhöfen. So, und Einfahrt. Und da steht, glaube ich, schon dran, wo unser Zug dann wieder hinfahren soll. Hier vorne sollen wir halten, gerade so vorm Signal. Hauptsache, wir fahren das jetzt noch hier.
Boah, so, und dann haben wir das Signal erreicht. Wir lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. So, und was sollen wir dann als nächstes machen? Also PZB aus, SIFA aus. So, Bremse auf maximal. Dann können wir hier nämlich hier so ein bisschen gucken, Zeit ein bisschen wieder einsparen, so maximal anlegen. So. Dieser Zug fährt nun über Düren zurück nach Köln und hält erneut an allen Bahnhöfen. Schalten Sie das Fahrpult aus und gehen Sie an das andere Ende des Zuges, um die Abfahrt vorzubereiten. So, genau, das machen wir. Wir rüsten das jetzt noch ab und steigen aus. Das machen wir mal weg. So, Bremse auf maximale Bremse, das ist doch Notfall. Nee, hä? Was meint er? Ach, das meint er auf maximal, okay. Das ist doch was anderes hier. So, dann stellen wir mal wieder zurück. So. Dann das hier auf neutral. Ist logisch. Dann machen wir natürlich den Scheibenwischer aus. Und die Lichter. Stellen Sie die Lichter auf aus. So, war das denn jetzt gleich nochmal? Lichter? Ach hier, genau. Die Lichter müssen auf ausgestellt werden. So, und dann muss der Schlüssel hier auf aus. Auf ausgesetzt werden. Okay, und dann sollen wir den Zug wechseln. So, damit ist der Führerstand hier abgerüstet. Ja, liebe Zuschauer, und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.